Killt nicht Ramos hier? Nein. Weißt du, warum er nicht killt? Weil er Menschen, die Angst vor ihm haben, 10% mehr Damage macht. Hi. Hi. Welche Elo bist du? Ich bin aktuell Iron 1. Für welche Rolle habe ich dich hier? Mitte. Mitte. Deine besten Midlaner bist du 3 Stück. Also theoretisch bin ich Yone One-Trick. Oh, okay. Wenn jetzt Yone gebannt wird, ist immer ein bisschen schwierig für mich gerade, ehrlich gesagt. Also ich bin gerade am paar Champions lernen und ich würde sagen, die besten davon wären noch Yasuo und Akali. Okay, also bist du eher so dieser Playmaker-Typ? Ja, eher schon. Also das ist auch das Problem. Okay. Wo siehst du, warte, wie lange spielst du schon? Ich spiele jetzt seit letzter Season Anfang. Ja, okay. Also bist du auch ein komplettes Baby, sag ich mal. Ja, eigentlich schon. Okay, gut. Wo siehst du deine Probleme? Ich bin sehr oft ziemlich greedy, glaube ich. Also ich gehe für Plays, für die ich gar nicht gehen müsste. Ich kann überhaupt nicht von behind spielen. Also wenn ich behind bin, dann gehe ich meistens 0-7 oder so. Und Roaming-Zeitpunkte richtig zu benutzen oder halt Zeitfenster schaffen fürs Roaming ist für mich auch immer schwierig, weil ich irgendwie, ich habe zwar schon ein bisschen Plan von Wave Control, aber ich habe immer so das Gefühl, man kann es nicht so richtig anwenden in meiner Elo. Weiß nicht, vielleicht bin ich da irgendwie halt, aber das werden wir sehen. Okay, gut. Dann Bildschirmübertragung an und dann let's go. Wo mach ich gerade Yone? Was reizt du an ihm? Ich finde einfach sein Kit extrem geil. Viele sagen, ist overtuned, mein mag schon sein, aber ich finde, mit den Dashes durch die Wand und dass du auch mit der E noch über die Wand gehen kannst, halt die Mobility von ihm finde ich richtig geil und zusätzlich, dass du halt mit dem so krass snowboarden kannst, ja. Oh Gott, oh no, Jax und Ramos und Annie, wait, ist es Annie Support, War auch schon wieder lang her, dass ich mal gegen eine Annie gespielt habe. Ramos Support? No, wait. Ich finde Teleport ist so pisshit. Like, aber gute Itemauswahl. Er hat auch Second Wound mit dabei. Das Ding ist einfach, also wenn die Annie halbwegs hindert. Finde ich auch ein bisschen schade, dass wir einen Ramos im Gegnerteam haben. Ja, es ist Support. Ja, aber I mean. Okay, bist schon direkt AFK. I see. Ja, aber ich meine, der wird ja irgendwann trotzdem ein bisschen die Map impacten, oder? Das stimmt. Oder allgemein als Support kannst du ja viel roam. Oder was heißt viel, aber kannst auf jeden Fall roam. Wie ist denn so dein Matchup? Ziemlich schlecht. Ich muss auf jeden Fall auf ihre Bar aufpassen. Sie kann mich nämlich einfach point-and-click stunnen. Heißt, ich versuche eigentlich immer ein bisschen was zu bekommen, wenn sie die nicht hat. Oh, weißt du denn gerade, wo der Gegner Jungler ist? Nein, ich meine, der hat Bot gestartet. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Okay. Ich glaube, der Set ist gerade eben erst auf die Lane gekommen. Ah, habe ich vergessen zu erwähnen. Map-Awareness ist jetzt auch nicht unbedingt so gut bei mir. Denkst du, kannst du die jetzt so ab Level 3 langsam ein bisschen bearbeiten? Ja, auf jeden Fall. Aber erst... Ja, jetzt wäre zum Beispiel so ein Zeitpunkt. Obwohl, jetzt muss sie nur noch 1 Ball machen, dann kann sie mich eigentlich stunnen. Das Ding ist halt, Andy kann halt relativ gut aufhalten, dass er lange Fights hat. Das heißt, er muss selbst in die kurzen reingehen. Weiß halt nicht, wie schnell die das wieder abbekommen, weil ich so selten gegen die spiele. Das war gut. Ich hab halt auch eigentlich jetzt... Ich hab fast nie Low-Elo-Team-Coachings. Doch, eigentlich mittlerweile habe ich schon Kill-Pressure gegen sie auf jeden Fall, aber dadurch, dass ich Ignite nicht mitgenommen habe, eher weniger. Würde ich gerne mal langsam warden. Also Annie kann ein bisschen brauchen, bis sie ihren Stun wiederbekommt. Was kann sie? Annie braucht ein bisschen, bis sie ihren Stun wiederbekommt. Ah, okay. Also das Ding ist, wenn sie Minion mit ihrer Q killt, dann ist ihre Q ja ganz schnell wieder ready. Da hat das, glaube ich, nur 2 Sekunden Cooldown. Aber im Normalfall hat es so, lass dich mal lügen, 6, 7, 8. Okay. Na, da ist jetzt natürlich... Oh. Das ist wohl dieser Support-Ramos, von dem immer alle sprechen. Ja, ich habe gerade leider nicht auf die Map geguckt. Wie gesagt, mit meiner Web-Awareness. Ich hätte jetzt eigentlich auch backgehen können. In der Zeit ein bisschen schlecht. Poppy schreibt schon FF rein. Problem ist eigentlich, ich werde jetzt gerade so von so gut wie jedem Champ gecountert. Jax countert mich, Zed countert mich. Ja, das Game wird da ziemlich schwierig. Ramos countert mich. Ich muss irgendwie gucken, dass irgendjemand anders vielleicht das Game carryen kann. Er sieht doch eigentlich ganz okay aus, was er macht, ne? Also, die Vorstellung in Iron, die meisten Leute haben, ist halt, naja, sie muss ja, jeder fünfte Spell von ihr stunt ja quasi. Und 3 hat sie ja immer. Also, wir werden jetzt mal ihre Ulti rausnehmen. Ja. I mean, er nutzt sein E
bank immer ziemlich gut. Das Ding ist halt, er verkackt meistens seine Qs. Versuche jetzt mal zu pushen, dass ich dann weggehen kann. Das finde ich schon ziemlich viel Gold. Bin jetzt mal gespannt, ob er sich einen Magieresemantel holt. Sagst du denn jetzt, okay, Kill Pressure kann jetzt gegeben sein, gerade auch wenn du einkaufst, oder wird es eher schlecht für dich? Ich muss gerade mal aufs Scoreboard gucken. Er wird one-shotted. Ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall Kill Pressure auf sie habe. Aber nur solange ich weiß, wo der Jungler ist. Und das weiß ich nicht, weil ich gerade keinen einzigen Ward geplaced habe. Ist echt auch, ja, Vision ist auch tatsächlich schwierig bei mir, ne? Ich weiß halt auch nie so richtig, wann ich Wards placen muss, wo ich sie placen muss. Ob ich die teilweise auch place, wenn ich gerade mit der Wave nach vorne push. Lass das mal so stehen. Ich bin jetzt nicht mit neuen Infos über Wards belästigen. Ich glaube, wenn ich die Wave jetzt so reinbekomme, dann habe ich sogar ein Zeitfenster, um zu roamen vielleicht mal. Ich weiß nicht, Botlane ist irgendwie unangenehm für mich zu roamen, weil ich da ja den Ramos immer habe. Aber vielleicht könnte ich mal Botlane schauen. Obwohl der Set steht drin. Er müsste diese Wave eigentlich instant reinpushen. Also nicht nur wegen dem Play, der da unten ist, sondern auch wegen der Wave. Denn jetzt ist sie ein bisschen cringe. Ich glaube, das unten, was unten abgeht. Ich habe gerade eigentlich reingepusht. Könnte jetzt der größte Gamechanger sein. Okay, Free Kills. Ich glaube, Jax ist noch da, oder? Ja. Nein. Ah, das war pretty bad, dass ich da reingelaufen bin, ohne den Busch zu warden. Ist mir aber auch jetzt im Nachhinein leider aufgefallen. Oder mit deiner E da reinzugehen? Ja, oder mit meiner E reinzugehen. Ja, naja. Was denkst du so? Ich weiß gar nicht, ob ich dich da schon gefragt habe. Was denkst du so, macht dich so aus? Wo sind deine Stärken? Meistens, Laning. Also die Laning-Phase überstehe ich eigentlich immer echt gut, aber wenn mein Team behind fällt, kann ich es dann halt nur carryen, wenn ich wirklich richtig viele Kills bekommen habe bisher. Okay. Wie geht's denn jetzt weiter für dich? Hast du ein bestimmtes Ziel? Ich habe gerade überhaupt kein Ziel irgendwie, weil ich das Gefühl habe, ich kann die Lane nicht gewinnen. Beziehungsweise ich kann die Lane erst ab Shieldbow gewinnen. Versuche jetzt einfach so lange zu farmen, bis ich Shieldbow habe. Ich kann jetzt eigentlich dem hier helfen. Da ist ein Ramos. Na. Puh. Ich weiß nicht, also alle Lanes sind am Verlieren, Jungle auch. Botlane ist eigentlich noch fein. Wird denn mehr Schaden dein Problem fixen? Nein, stimmt eigentlich. So denke ich da gar nicht drüber nach. Das ist aber eigentlich ein ziemlich guter Plan. Ich glaube, ich sollte wahrscheinlich eher für... Oh no, Bruder, wirf nur einmal Magieresemantel rein. Ne, ich geh mal nun... Ich weiß jetzt gerade tatsächlich auch nicht, was ich sonst bauen soll. Ah, jetzt weiß ich, was ich hätte bauen sollen. Vamp Scepter wäre wahrscheinlich deutlich besser gewesen. Wenn dich die Annie one-shottet, wird dein Sustain dann dein Problem fixen? Nee, aber Sustain würde wahrscheinlich mein Problem in dem Sinn fixen, dass ich gar nicht erst zu dem Punkt komme, wo sie mich so one-shotten kann, oder? Ich meine, die wird jetzt ja nicht so fett gleich sein, dass sie mich direkt von 0 auf 100 killt. Kann sein, dass es auch nicht stimmt, aber Annie ist jetzt gerade wahrscheinlich weggegangen, deswegen würde ich jetzt mal Wave Hard reinpushen und vor allem eigentlich mal die Botlane auf die Midlane lassen, weil ich eigentlich Sidelane will. Ich lasse das einfach mal so stehen, okay? Jeder, der gegen ein paar Eddies gespielt hat, weiß genau, was später passieren wird. Wenn du in der Lane nicht spielen kannst, ne? Warum spielen wir denn noch in der Lane? Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Bin echt ein bisschen hilflos. Ja, da kann ich auch eigentlich nichts mehr machen. Ich glaube, ich kann irgendwo schon so ein bisschen wenigstens in der Lane spielen, sodass ich nicht gegen sie gekillt werde. Ich weiß nicht. Wenn ich ihren Stun respekt. Oh my, Wamu. Ja, und ich bin Shindere. Oh. Ich bin halt eigentlich komplett raus aus dem Game jetzt erstmal. Lass doch versuchen, vielleicht bei den anderen was zu machen. Ja. Nur das Problem, was ich jetzt hier sehe, ist halt, Annie pusht gerade durch. Ich muss das jetzt eigentlich hier, glaube ich, defenden. Ich habe halt immer das Gefühl, ich muss die Waves auspushen. Ja, ich hätte pingen sollen, dass sie weg ist. Ich muss die Waves auspushen, bevor ich ein anderes Play machen kann. Und jetzt ist die Botlane gerade weg. Jetzt kann ich wieder eigentlich nichts machen, außer Vision platzieren. Ich erkenne gerade aber auch nicht die richtigen Plays irgendwie. Das kann ja auch ein bisschen schwierig sein. Kommt die Annie gleich wieder zurück und der Set auch noch. Ey, die kommen gleich mit ganzer Gang. Ich kann ja eigentlich fast nur noch weg ulten. Nee, doch nicht. Ja, die haben keine. Sie hat Vision auf mich. Aber ich komme hier irgendwie raus. Ja, bin raus. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal Toplane, dass ich die Sylvia auf die Midlane gehen kann. Warum willst du die denn in der Mitte haben? Weil die, ja, in der Mitte, ich höre das immer von Freunden, ist es halt schwieriger, gekillt zu werden, so.
In der Mitte ist es schwieriger, gekillt zu werden? Ja, weil du alle um dich rum hast, so mehr oder weniger. In der Mitte ist es aber auch dann leichter, gekillt zu werden, oder nicht? Das hat er komplett misplayed, ansonsten hätte der mich easy gekillt. Das ist auch ein Play, was eigentlich nicht funktionieren darf. Ich weiß jetzt gerade nicht wirklich, was ich auf der Map machen will, weil die Toplane ausgepusht ist. Ah, der Jhin kommt gerade die Botlane. Das heißt, da kann ich vielleicht die Botlane defenden. Da geht aber Marseille gerade schon drauf. Deswegen, irgendwie, so da, das ist so ein Moment, da habe ich einfach nur irgendwo rum und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Muss noch eine Wave und dann sollte ich da dazu gehen. Oder ich gehe direkt dazu. Der wird gut. Der wird ein guter Spieler. Stechen natürlich extrem scheiße. I don't know. Was macht denn dein Champion aus? Ja, ist ein Assassin, heißt, ich will irgendwelche Ziele schnell killen. Beispielsweise AD Carries. Der Jhin ist ziemlich fett. Ey, yo, what the fuck? Die Sieve hat gerade echt gutes Movement. Können sich an Tibbers einfach Stacks holen. Ich würde jetzt gerade noch auf meine E abwarten. Ah, fuck. Und Z geht währenddessen Mitte durch. Das war bad. Keine Ulti ab, heißt, ich kann ihn eigentlich nicht fighten. Ich weiß nicht, ob ich ihn mit Master Yi fighten kann. Er macht sich wirklich viele Gedanken. Weil er nur acht ist. Wir müssen die quasi nur noch richtig kanalisieren. Sollte wahrscheinlich wieder Botlane gehen. Ja, vamos. Erzähl mal sowas zum Spiel. Also wir wurden halt komplett überrannt. Ich habe meine Lane nicht gut gespielt. Ich habe den Stun von Annie nicht immer respected. Bin dann dafür einmal gestorben, glaube ich, gegen die Annie. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich überhaupt keinen Impact auf die Map. Ich habe null um Objectives rumgespielt, habe meine Lanes nicht nach vorne gebracht. Ich habe überhaupt gar nichts gemacht eigentlich, wenn die Annie mal weg war. Außer vielleicht Wave ausgepusht und ihr ein bisschen CS denied. Ich war eigentlich fucking useless. So. Du hast in diesem Game hier viele Sachen gezeigt, die langfristig echt gut sind. Also du machst dir Gedanken über, unabhängig jetzt davon, ob die Gedanken richtig oder falsch sind. So, du bringst so viele Sachen mit, wo man sagt, yo, Alter, hast du schon viel gezockt, what the fuck? Genau, mit dem man langfristig auch gut arbeiten kann. Es ist auch ein sehr schwieriges Game gewesen, das auf jeden Fall. Also, das Erste, was wir machen, du spielst nie wieder mit Teleport. Okay. Es ist mir egal, welchen Champion du spielst grundsätzlich nicht mit Teleport. Ich kann doch ganz einfach sagen, warum. Teleport ist ein Summoner-Spell, der so unglaublich schwierig zu nutzen ist. Darüber solltest du dir erstmal gar nicht den Kopf zerbrechen. Es ist wichtig, sich damit auszukennen. Das auf jeden Fall. Aber auf Yone habe ich es noch nie gesehen, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Zuke spielt das aber ganz oft. Ja. Kann er denn aber auch mit Teleport umgehen? Ja, das ist der Unterschied. Ne? Ah, okay. Ja. Ja. Also, und er nimmt das, denke ich mal, nicht in jedem Game mit, oder? Ich habe tatsächlich Zuke noch nie ohne TP gesehen eigentlich. Oder fast noch nie. Okay, also ich habe ja noch die Statistik auf, weil ich ja letztes Mal auf mich reingeguckt habe. Ich habe jetzt den letzten Patch genommen, weil der neue ist jetzt da. Ja. Du siehst ja. Hier zum Beispiel, like Ignite wird overall weitaus mehr mitgenommen. Das heißt nicht, dass Teleport nicht viable ist. Ja? Ja. Das auf gar keinen Fall. Aber das sind jetzt im Vergleich jetzt auch schon viel, viel bessere Spieler. So, und es gibt auch bestimmte, ich sag mal, Nischen, in denen man Teleport mitnehmen kann. So, wenn wir jetzt aber mal, lass mal Folgendes machen. Wenn wir zum Beispiel mal weiter runtergehen, bin ich mir ziemlich sicher, vielleicht irre ich mich da, kann gut möglich sein. Da sehen wir, zum Beispiel Tipi ist da mega scheiße. Es wird viel weniger mitgenommen und ist im Vergleich noch viel, viel schwächer. Wenn wir jetzt noch weiter runtergehen, was haben wir hier? Tipi wird nochmal weniger mitgenommen und das geht dann immer so weiter. Eben weil halt, Digga, Ignite, du gehst rein, du machst drauf, du hast mehr Damage. So, das kann jeder Vollidiot benutzen. Bei Tipi musst du dir wirklich Gedanken drüber machen. Und wenn du Tipi verkackst, dann chillst du dich auf einmal auf den saftigen Cooldown. Ja. Ja. That's right. Ich fand ja auch deinen Start ziemlich cool, dass du Second Wind mitgenommen hast und das Doran-Schild. Es ist halt ein sehr schwieriges Matchup. Annie ist halt grundsätzlich sehr gut gegen viele Melee-Midlaner. Dann geht es auch direkt los.
Das ist ein bisschen langsam, ne? Passiert nichts zu Besonderes. Musst natürlich ein bisschen drauf achten, dass du. Darauf hast du später auch einen kleinen Ticken geachtet. Aber da hast du es auch in einigen Momenten vorher auch verschissen. Ne, du weißt ja zum Beispiel, hier vorne willst du gar nicht sein gegen sie, oder? Ja. Warum ja, genau. Wollen wir hier vorne nicht sein? Weil ich lange Fights gegen sie haben will. Mhm. Ich gewinne lange Fights, sie will kurze Fights. Und wenn ich dann an ihrem Tower stehe, dann kann ich ja keine langen Fights machen, sondern nur kurze. Mhm, genau. Und zusätzlich bin ich viel gankbarer für den Jungler. Scheiß mal darauf, ob wir gankbarer sind. Stimmt natürlich, was du sagst, aber das ist für mich erstmal nicht relevant. Du willst ja am liebsten ja hier sein. Ja. Hier ist cool für dich und hier ist doof für dich. So, ab welchem Level funktioniert denn dein Champion? Ab 3 ungefähr. 2 bist du okay, aber 3 bist du stark. Ja. Das heißt also, du möchtest ja eigentlich so wenig anhitten wie möglich. Wenn wir uns das mal angucken. Auch wenn wir auch mal gerade auf sowas wie Lasts achten. Manchmal ist es auch wichtig, wann lastete ich. Zum Beispiel nimmst du den hier jetzt mit deiner Kuh mit, das ist fein. Warte mal, war das gleich? Den hier zum Beispiel, unabhängig davon, ob dein Otter den jetzt killt oder nicht, würde der die Hits von diesen beiden Caster noch überleben. Okay. Das heißt, was du machst ist, das ist jetzt schon ein bisschen geminmax, aber ich will das nur kurz einmal gesagt haben. Wenn die beiden den hier hitten und er überlebt dann mit einem HP, dann killst du ihn nicht sofort, sondern du wartest, bis diese beiden wieder angreifen und während deren Autotanks fliegen, dann killst du den. Ah, dass praktisch die Wave nicht so schnell pusht. Genau, denn du willst ja haben, dass sie zu uns kommt, right? Ja, ja. Denn jetzt gleich zum Beispiel haust du jetzt einfach eine Kuh. Jetzt hast du die nicht nur angegriffen, du hast auch noch gekuht und den hier hinten mitgehittet. Ja, und ab jetzt pusht die Wave rein und ab jetzt musst du mit dieser Wave hier mitgehen. Ja. Du musst jetzt hart pushen. Also jetzt müsste ich in dem Fall hart pushen. Ja. Okay. Weil jetzt bist du davon abhängig, dass sie reinscheißt. Denn du hast die Wave bereits mir angegriffen. Das heißt, du killst den jetzt so schnell wie es geht, hittest Level 2, skillst deine W, drückst die Wave rein. Denn jetzt machen wir hier so ein halbes Ding, ne? Sie greift die ganze Zeit an, du machst auch so ein bisschen so ein halbes Ding. So, okay, Level 3 erreicht. Sag selbst, du willst lange Fights haben. Was haben wir denn hier? Ein langer Fight. Bei der ist hier ein bisschen schwierig. Zu ihm gehst du auch nochmal in ihre ganze Minion-Wave rein. Ja, ich sehe es. Hättest du deine Q3 gehabt, wäre es okay gewesen. Weil du, wenn du sie ja mit der Q3 hittest, verlängerst du ja den Fight dadurch, dass sie auch im CC ist. Ja, aber hatte sie gerade ihr... Ich glaube, sie hatte gerade ihren Stun raus, oder? Meine ich jetzt. Ja. Deshalb bin ich nämlich für den Trade gegangen, weil ich gesehen habe, sie hat gerade ihren Stun nicht ab. Pass auf. Dann gebe ich dir jetzt einen interessanten Gedanken mit, okay? Du tradest sie jetzt unter nicht optimalen Voraussetzungen, denn sie hat ihren Stun nicht. Dafür tradest du in ihrer ganzen Wave, plus du hast deinen Knockup nicht. Ja. Und du bist aber danach 22 Sekunden lang auf Cooldown. Ja. Ist es das wert? Nee, gar nicht. Der Trade war auch noch schlecht am Ende. Ja, also stimmt an sich, was du sagst. Sie hat ihren Stun nicht, aber du hast deine Stärke auch nicht unbedingt. Ja. Du kannst jetzt nachgucken, dass die Wave ausdünnst. Da würde ich gar nicht so lange hinten chillen. So, sie hat zwar ihren Stun, ein bisschen Respekt, aber den kannst du die ganze Zeit angreifen, right? Mhm. Du willst ja, wie gesagt, wir wollen ja im Idealfall hier fighten. Mhm. Kannst du immer merken, hier zwischen den Flammen, es nennt sich meistens, nennt man den Cringe-Spot. Wenn du die Wave 4 hast, ist es scheiße für sie. Wenn sie die Wave 4 hat, auch zwischen ihren Flammen, ist es scheiße für dich. Aber wenn die Wave im Tower ist, dann juckt nicht. Dann kann sie einfach in die Base gehen zum Beispiel, weil sie hat bereits reingepusht. Ja. Deswegen dünn ihr einfach schon mal aus, denn ihre Wave ist ein bisschen zu groß. Denn jetzt ist die Wave im Turm. Hättest du sie ein bisschen ausgedünnt, wäre das jetzt nicht passiert. Da hättest du vielleicht noch mal kurz einen Hit von jedem Caster tanken müssen, das wäre fein gewesen. Denn ab Level 3 funktioniert ja dein Champion. So. Macht sie selbst auch ziemlich nice, ne? Aber hier, auch ganz gut von dir, du gehst rein, machst kurz deine Combo, sie hat ihren Stun, respekten wir und gehen raus. Fand ich sehr schön. Kannst du sie ab jetzt fighten? Ja. Womit? Also, nicht generell, aber kannst du hier jetzt theoretisch fighten? Nein. Gut, dann drücken wir es rein. Ja, also, das wäre jetzt so ein Konzept, was ich immer anwende, dass ich sage, kann ich jetzt hier gerade fighten oder nicht? Und je nachdem pushe ich die Wave oder pushe ich sie nicht. Ja. Wenn die Wave zu ihr geht und du kannst nicht fighten, dann push es rein, zumindest sofern es möglich ist. Jetzt gibt es noch eine andere Sache, die mir auffällt. Du hast Angst davor, Leben zu verlieren. Das pass auf, das hört sich eigentlich dämlich an, was ich sage, ne? Herr Silfi, ist doch gut, dass ich kein Leben verliere, oder? Dein Leben ist eine Ressource. Mhm. Du kannst gerne dein Leben bis hierhin verlieren. Wenn du die Wave reingepusht hast, in die Base gehst, dann juckt dich das auch nicht, oder? Ja. So, zudem auch hast du Doran-Schild und Second Wind. Weißt du, was diese Rune-Item-Kombination macht? Ja, ich bekomme sehr viel Sustain, weil ich mich durch das Second Wind über einen Teil von dem Schaden, den sie mir gibt, zurückheile. Und das Dorans Shield gibt mir irgendwie alle paar Sekunden mehr Leben.
meine ich, ne? Das Wichtige ist, bei dem Item und der Rune, wenn du angegriffen wirst, heilst du dich wieder um einen Teil deines, also wie viel Leben dir fehlt, entscheidet, wie viel Leben du heilst. Das heißt, je weniger Leben du hast, desto mehr heilst du. Ah, okay. Weißt du, warum diese Kombination so eklig ist? Weil die mich so viel poken kann, wie sie will und ich halt trotzdem... Weil wenn du auf so viel Leben bist, heilst du dich mehr, wenn die dich auto-tacken, als die dein Damage machen gefühlt. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, ja? Mhm. Aber ich sag mal so, du hast 100% Leben, sie macht dir Damage, du heilst dich um 10, sage ich mal. Du hast 70% Leben, sie macht dir Damage, du heilst dich um 30. Du hast 50% Leben, sie macht dir Damage, du heilst dich um 40. Je mehr Leben dir fehlt, desto mehr heilst du dich dann auch für jedes Mal, wenn sie dir Damage macht. Ja, aber sollte ich mit der Runenkombination dann nicht sogar eigentlich längere Trades auch gegen sie spielen? Willst du doch so oder so? Weil ich jetzt ja vorher, also ich habe eigentlich jetzt eher in dem Matchup gedacht so, ich muss kurze Trades nehmen, weil sonst hat sie ihren Stun bald wieder ab und dann kann sie mich einfach stunnen und ich verliere den Trade. Nein, du willst ja auch, du sollst immer noch kurze Fights haben. Ah, nee, also du willst immer noch lange Fights gegen sie so oder so haben. Okay. Also daran ändert sich nichts. Deswegen ruhig. Also, ne, wir gehen auf den Trade, super, sie hat nichts. Kann sie dich umbringen? Kann sie dich hier umbringen? Nein. Gut, dann drück das einfach rein. Selbst wenn sie dir Damage macht, sie kann dich eh nicht killen und du kriegst die Wave and Tower. Okay. Denn sonst gibt es zwei Optionen. Entweder landest du hier in dem Cringe-Spot und das ist Cringe, deswegen würde es nicht so heißen. Oder sie ist blöd und sie pusht rein. Okay. So, und das hier ist doof und das hier ist kacke. Warum? Hier musst du darauf hoffen, dass dein Gegner bad ist. Ja. Zudem auch, was man manchmal machen kann, gerade wenn man Doran Second Wind spielt, ne, ist, du kannst sie outdrain. Sie macht dir Damage, ich sag mal, sie zahlt 30% ihres Manas, um dir 20% Damage zu machen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Aber Mana achte ich auch viel zu wenig drauf tatsächlich, ob der Gegner Mana hat oder nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler von mir. Ich merke manchmal gar nicht, dass mein Gegner gerade keinen Mana hat. Wenn du es mal siehst, ihre Q kostet sie 65 Mana. Sie kriegt zwar das Mana wieder, wenn sie Minion umbringt, aber nicht, wenn sie damit auf sie drauf geht. Ihre W kostet sie 90 Mana. Das heißt, wir nehmen mal ihre E mal raus, ja. Sie zahlt 155 Mana, um dich einmal zu comboen. Das macht sie zweimal und danach hat sie kein Mana mehr. Sie hat ja eigentlich im Early Game Double Kill Pressure auf mich. Mit Dorans Shield Second Print, wenn ich es richtig spiele. Ja, genau. Und so wie gesagt, ne, wir sind jetzt hier davon abhängig, dass sie reinscheißt, wenn du das dann jetzt so machst. Denn jetzt hat sie ihren Stun wieder, der hatte sie eben nicht. So, jetzt ist der Stun weg. Jetzt kannst du durch Pulimus reinpushen. So, stattdessen guckst du hier wieder für den Trade nach und du bemerkst halt, ne? Du hast das zweite Mal hier vorne getradet. Diese Trades sind einfach mega stupid. Okay. So, was war ein Fight? Wie hast du gesagt, ja, wegen Lockkamera oder wegen deiner Mates, deine Map-Awareness oder so? Das hat nichts mit Map-Awareness zu tun. Also, Map-Awareness ist für mich zumindest, hey, ich bin gerade auch unter Stress, ich kann nicht hingucken, ne? Aber du hast hier die Wave reingepusht und du movest ja runter. Und ich finde, jetzt hast du Zeit, um dir alles anzugucken. Ja. Aber du hast ja noch gelockte Kamera. So. Ich hab, was meinst du? Hast du nicht gelockt? Ich glaube, du hast doch gelockte Kamera, oder nicht? Nee, ich habe keine gelockte Kamera. Ah, okay. Annie ist hier. Ne? Wave ist hier ein bisschen groß. Ist doch gerade ihren Stun ready. Ich muss aber sagen, mit der Map Awareness meinte ich jetzt eigentlich eher, dass ich viel zu wenig auf die Map schaue. Also wirklich viel, viel zu wenig. Auch wenn du nichts zu tun hast? Ja, auch wenn. Oder was heißt, ich habe ja irgendwie immer was zu tun. Nee, du bist ja gerade von hier hin nach hier hingegangen, bist fünfmal hoch und runter gemoved und erst dann bist du hingegangen. Ja. Also wenn du Zeit hast, um fünfmal hoch und runter zu klicken, kannst du mir nicht sagen, dass du keine Zeit hast, um kurz auf die Map zu schauen. Ja. So, wenn du im Stress bist, wenn du gerade fightest und Sachen nicht mitbekommst, dann ist okay für mich. Aber du hast hier locker gerade für 10 Sekunden, um die Sachen anzuschauen. So, gleich kommt ein ganz interessanter Part. Musst du hinten stehen? Nein, sie hat keinen Stun-Up und sie hat weniger Leben als ich. Das ist dein Movement. Ja. Und dann versuchst du auch noch hier auch richtig auf Max-Range deine Scheiße zu hinten. Ja. Willst du einen coolen Tipp haben, wann du am besten deinen Spell benutzen sollst? Wenn sie für einen Last-Hit stehen bleibt. Stimmt. Weil entweder kriegt sie wenigstens das Minion nicht, wenn sie halt läuft. Oder sie kriegt das Minion, aber dafür kommen musst du sie. Weil sie muss ja stehen bleiben. Ja. Und darfst du überhaupt erst upsteppen? Hier zum Beispiel auch wieder. Guck mal, pass auf. Du engagest sie jetzt gerade, ne? Wer ist jetzt unter Druck? Sie. Dann hau deine Q3 nicht sofort raus. Stell dir vor, Blitzcrank läuft auf dich zu. Mhm. Und du läufst weg von ihm. Wie läufst du dann? So, oder? Du willst ja nicht gehookt werden. Ja. Und was macht dann der schlaue Blitzcrank-Spieler? Der läuft einfach geradeaus hin und puncht dich, right? Mhm. Stell dir vor, Blitzcrank, also du läufst ja zickzack, weil du unter Druck bist. Du willst ja nicht gehookt werden. Ja. Stell dir vor, du weißt, Blitzcrank hat keinen Hook. Wie läufst du dann vor ihm weg? Alle Linie. Warum? Weil er mich ja eh nicht hooken kann. Okay. Siehst du die E-Movement, wie sie direkt bevor man ist, zu dodgen? Ja. Warte einfach. Halte an deiner Q3 fest. Solange, bis du dich safer fühlst. Jetzt hier wieder die Wave, musst du instant killen. Die nächste Minion-Wave ist direkt hier. Bring diese Wave jetzt sofort um. Ist ja nicht viel. Ist ja nur Ortec auf den Q von der Seite sind tot. Und da kannst du zum Beispiel Botlane moven für einen Roam. Toplane moven für einen Roam. Ja. Warum? Du kannst hier gegen Annie erstmal eh nicht fighten. Denn jetzt wartest du hier, machst du die Last Hits. Oh, Cringe Spot. Das ist so ein Ding, da habe ich jetzt gedacht, ich slow push die Wave, dass ich eben eine größere Wave an ihrem Tower habe, um ein längeres Zeitfenster zum Roam habe und weniger verliere. Hm.
Kann man auch machen. Das ist dann auch völlig fein. So, jetzt mache ich unseren Einkauf und das hier war jetzt sehr interessant. Ich habe auch einmal kurz gejoked. Ja. Mhm. Kennst du dieses Meme hier? Kennst du bestimmt, oder? Nee. Achso, echt? Also ich war darauf vorbereitet, dass Annie dich umbringen wird. Die war jetzt zwar ein bisschen langsamer. Annie hat doch massive Kill-Pressure auf die Ab 6, oder? Ja, ich hätte Negatron Cloak in so eine. Nein. Nein? Ein einziger Magieresi-Mantel. Ja, ah, stimmt, meinte. Ein einziger. Ja. Und du hattest, ich glaube, das war wie 1500, 1600 Gold oder hier gehabt. Ne, Moment mal. 1400. Doch, genau. 1400, also ungefähr 1600. Das ist dein Buy. Und der wäre so heftig gewesen auf dieser Lane. Der wäre so abgrundtief heftig gewesen. Warum? Du hast ja, bist ja mit deinem Vampiric angekommen. Also, hattest du es nicht geholt, aber hattest du ja gesagt. Das Vampiric ist irrelevant, wenn sie dich wegburstet. Vampiric ist dann cool, wenn ich deinen Gegner eher DPS't. Mhm. Ja, zum Beispiel gegen den Ryze zum Beispiel. Der one-tappt dich ja nicht. So, immer wenn du so gegen Assassin-Champion spielst, ne? LeBlanc, Fizz, Annie, hol dir einfach einen Magieresemantel rein, wenn du kannst. So, jetzt geht sie selbst auch weg. Die Wafer kannst du hart pushen und dich einfach nur wegbewegen. Denn die Ward hier ist jetzt irrelevant. Weißt du, warum sie irrelevant ist? Weil wir den Jungler gesehen haben irgendwo? Keine Ahnung. Ne, weil du einfach diese Wave jetzt oder so pushen musst. Achso. Du pushst doch jetzt oder so in Annies Richtung, right? Ja, weil ich ja will, dass sie wieder zu mir slow pusht. Genau. Deswegen hard pushst du eh die Wave. Das heißt, diese Ward ist irrelevant, weil du bist ja hoffentlich nicht blöd und stehst dich hier vorne rum und wartest. Ja, aber kann ich... Jetzt mal andere Frage. Wenn die die ganze Zeit zu mir slow pusht, dann kann ich die doch auf dem slow push gar nicht fighten, oder? Weil die ja viel mehr Minions hat. Kannst du denn Annie vernünftig fighten? Wenn du so fragst, eher nicht. Nein, ich frag dich das gerade. Hattest du das Gefühl, du kannst gegen Annie vernünftig fighten? Nee, gar nicht. Das ist mega schwierig, ist doch harte Lane. Und das ist doch das Ding. Also, ich würde persönlich, wenn ich die Möglichkeit habe, mich wegzubewegen, würde ich mich auch wegbewegen. Okay. Heißt, du würdest einfach fast immer hard pushen und dann roamen? Je nach Situation. Also, was ich immer gerne tue, denn die Frage ist ja, wie viel darf nicht stimmen für Annie, damit ich sie killen kann? Und da ist es ja, der Wave State muss passen. Annie muss Cooldowns haben. Annie darf ihre Passive nicht gestackt haben. Und Annie kann es halt ganz leicht stacken. Annie darf nicht in einer riesen Wave sein. Denn das Problem ist nicht immer unbedingt die Wave, sondern das Problem ist halt, wenn sie dich auch noch gerade in dieser Wave stunt. Das sind so viele... Und ich muss Q3 plus E ready haben. Das sind so viele Konditionen, die du brauchst. Schwierig. Ja. Währenddessen kann ich sagen, immer wenn ich Free Push habe, gehe ich roam. Oder? Ja, aber ich finde jetzt auch in so einem Game ist Roam auch voll schwierig, oder? Weil irgendwie alles auf jeder Lane mich irgendwie countert. Hä? Was juckt mich das? Der Pike hookt den Jhin, du machst EE, Ulti, der ist tot. Okay, ja. Ja. Also Toplane ist scheiße. Toplane würde ich nicht gehen. Aber sind wir mal ehrlich, 90% deiner Action sollte immer auf der Botlane sein. Weißt du warum? Also weißt du, warum ich sage, dass du zu 90% immer zur Botlane gehen kannst? Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht weil die squishier sind, keine Ahnung. Ja, das auch. Und weil wir drei Leute sind und wenn wir auf einen raufgehen, eher einen Kill bekommen, als wenn wir zwei sind auf einen raufgehen. Ja, nice. Und weil Botlane gerade im Meta ist. Ja, das auch. Okay, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Nein, das ist alles richtig, was du sagst. Ich habe mal nichts dagegen gesagt, oder? Nee, aber ich dachte, da kommt noch irgendwas. Naja, Level 5, Level 8. Oh. Du hast dein Ulti zum Beispiel schon. Du bringst nicht nur zwei Gegner behind, du bringst auch zwei ahead. In Low Elo ist Botlane tatsächlich nochmal ein klein wenig wichtiger, weil die Leute so dumm sind und nur Drache kennen. Ja. Macht da auch schon viel aus. Hier, ne? Das haben wir wieder so Slow-Push-Lane. Und ich glaube, das war hier, wo ich gesagt habe, du hättest diese Wave Insta pushen sollen und dann Botlane gehen. Das war schon, bevor wir hier den Jax gesehen haben. Denn jetzt eiern wir hier ein bisschen rum. Eiern hier jetzt noch eine Wave. Und du hättest jetzt schon unten sein sollen. Schau dir mal diese juicy Kills an. Ist ja alles cool. Das sind so Sachen, da kommt man schwierig von allein drauf. Ja, stimmt. Vor allem dann laufe ich auch noch Richtung Top, bis ich zum Bot laufe. Und dann gehe ich nicht mal... Oh. Das war cringe. Das war cringe. Ich will mich nochmal angucken. Das ist so unangenehm. Oh mein Gott. What the fuck? Alles cool. Fragen erstmal noch. Nee. Doch, Midgame. Midgame weiß ich nicht. Irgendwie. Darauf erstmal geschissen. Ich kann auch ganz einfach sagen, warum. Okay. Besser zu werden in League ist wie ein Haus bauen. Mhm. Naja, wie du siehst, Chef Architekt Silphi. So, das ist das Early Game. Das ist das Midgame. Und das ist das Late Game. Ja. Was passiert, wenn dein Early Game scheiße ist? Das Haus bricht zusammen. Deine Grundlage, auf der du alles aufbaust, ist scheiße. Was bringt es dir, im Midgame zu wissen, was du tun sollst, wenn du nicht mal ein Early Game hast, auf dem du dann aufbauen kannst? Ja. Deswegen, da hast du erstmal andere Probleme. Also ich habe hier fast niemanden, der selbst auf dir oder drunter ist, wo ich sage, da ist es mir, Midgame ist wichtig genug. Okay. Deswegen mache ich meistens mit den Leuten mal sehr viel Early Game. Es sei denn halt,
gibt natürlich in India einige Ausnahmen, ja. Aber meistens ist es so, gerade auch Leute, die India sind, die kriegen zu 90-95% immer nochmal Laning Phase mit oder halt Early Game nochmal mit, eben weil die halt einfach nur Astro Terrible ist. Das, was wir hier jetzt erstmal haben, ist ein Klassiker. Match-Analyse, kennst du auch aus dem letzten Coaching. Kennst du noch die Fragen? Welcher Spell macht mich stark? Welcher Spell macht meinen Gegner stark? Und die letzte weiß ich nicht. Um mich ja, stimmt. Genau, so. Dann den Part, der jetzt kommt, den kannst du mir auch schon beantwortet. Ich packe es einfach nochmal mit rein, einfach, dass es einfach nochmal vollständiger ist. Ne? Mhm. Wir fighten ihn, wir zonen ihn und wir manipulieren die Wave. Schreibe ich jetzt erstmal nicht den ganzen Text mit dazu, den ich sonst auch mache, weil ja. Ich hatte ja jetzt schon das Gefühl, dass du das drauf hattest. So. Was für uns jetzt wichtig ist, ist Folgendes. Und zwar brauchen wir hier, ich mache das jetzt auch erstmal nur ganz simpel, weil wir werden jetzt noch zwei weitere Sachen mit hinzunehmen. Ich will dich nicht überfordern. Ist einfach, kann ich die Lane gut bespielen? Das ist eine Frage. Wenn ja, go for it. Wenn nein, danach, dass du die Map bespielst. Ja, hier ist wichtig, du kannst ein gutes Matchup haben. Du kannst, der Enemy Jungler campt dich, dann kannst du die Lane nicht gut bespielen. Ja. Du kannst gutes Matchup haben, kannst du auf die Fresse bekommen haben. Es ist nicht mehr playable für dich, obwohl das Matchup gut ist. Es kannst du es nicht gut bespielen. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Das andere hier, was wir brauchen, ist, wir haben ja hier in diesem Fall gesagt, hey, hier kann ich nichts tun. Right? Ja. Warum können wir hier nichts tun? Weil ich lange Fights bin. Wenn du lange Fights haben, du bist ein Melee, der Tower fuckt dich ab. Oder Annie kann ich hier auf safe kurz fighten und du kannst dich das dementsprechend nicht dagegen wehren. Das hier bezeichnen wir als PB. Hast du dir einige der Coaches angesehen, wo ich über PB gesprochen habe? Stimmt, habe ich mal eins gesehen, aber ich weiß es gerade nicht mehr genau. Wie alt bist du? 23. Okay, dann muss ich jetzt nicht hier mit dir über dein PB reden. Nein. PB steht hier für Push and Pull. Das ist ganz wichtig. Du kannst ja im Loading Screen direkt Gedanken über PB machen. Push, PB kommt immer dann zum Einsatz, wenn du die Wave in den Tower des Gegners gedrückt hast. Mhm. Ja. Du stellst dir immer die Frage, kann ich, wenn ich die Wave am Tower des Gegners habe, Push machen? Das heißt, ich gehe auf meinen Gegner zu diven. Ich gehe für Plates, also sei es, keine Ahnung, angenommen, du spielst hier, du bist Yone, du hast drei Waves in den Tower gedrückt und der Gegner hat einen Azir und hittet deinen Tower. Das ist damit gemeint. Ja. Oder ist der Vex? Nee, Vex ist besser, weil du kannst ja eh nicht engagieren. So. Das heißt, Vex kann sagen, ich gehe für Pipi, ich gehe für Plates. Diven, Plates. Oder den Gegner harassen. Weißt du, was mit harassen gemeint ist? Einfach poken, während der für CS gehen will. Genau. Schätze ich. Ja. Und das andere ist Pull. Das heißt, ich weiß ja im Voraus, wenn ich Yone bin, gegen Annie, dann weiß ich ja, hey, ich kann eh nichts gegen sie machen, wenn sie an ihrem Tower ist, right? Ja. Das heißt, du schaust dann nach für einen Recall, für einen Roam, also um den Gegner zu killen, oder für Vision. Also Vision auch erst, wenn ich die Wave rausgepusht habe. In der Regel, ja. Kommt natürlich immer auf deine Umstände auch an, die du hast. Ja, also verlass dich nicht zu sehr darauf, sondern wir müssen vielleicht auch mal früher warden. Okay. Okay, Fragen erstmal noch. Nee. Und wollen wir versuchen, diese Konzepte mal gemeinsam im Spiel anzuwenden? Ja. Gut. Wieder Ramos. Nein, ihr seid halt wieder Full AD, ne? Ja, ich bin in meine letzten 20 Games war mindestens ein AP-Champ immer dabei. Ich habe ja auch eigentlich als erstes Yone gezeigt, so. Ja, ich weiß, vielleicht kann man auf anderen Positionen. Vielleicht ja, können vielleicht. Sie keine AP-Champ spielen. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Aber, I mean, es ist halt. Naja. Kann ich eigentlich irgendwas gegen den Ramos machen? Also irgendwie, Items oder weiß Gott, keine Ahnung. QSS kaufen. QSS? Silberschärpe. Aber seine... killen werde ich ihn ja nie, ne? Naja, wenn er seine W nicht hat, kannst du ihn bestimmt umbringen. Was ist seine W? Sein Taunt, oder? Nee, seine W ist, dass wenn du ihn angreifst, dass du Damage zurückbekommst. Okay, wie sieht das nochmal aus? Also ich bin wirklich, Ramos sehe ich nicht. Doch, oft. Geht er aufs, sag ich mal, auf allen Vieren. Okay. Da wird so sein Panzer hervorgehoben. Okay. So, ähnliches Konzept wie bei Annie. Vom Tower ja. Des Gegners können wir nichts tun. Re ist das Wichtige. Deine Stärken bleiben dieselben. Du kannst auch gerne manchmal etwas Leben verlieren. Mhm. Das ist kein Problem. Frage ist halt, also ich kann es auch mit Doran Schild starten, wenn du magst. Ja. Das kommt mir so ein bisschen auf dich an. Aber ich glaube, wir können ja einfach auf Safe gehen und mal das Schild mitnehmen. Wichtig ja. In diesem Game, wir gehen nicht rein, um zu gewinnen. Ja. Wir wollen jetzt Konzepte anwenden, okay? Mach dir um das Gewinn keine Sorgen. Kannst du gerne Fullstep ein bisschen Damage fressen? Stimmt nicht. Mhm. Also am besten bist du nicht direkt in ihrem Gesicht drinnen, ne? So. Versteh mich da jetzt nicht falsch. Ja. Das war jetzt ein bisschen übertrieben. So, wenn sie dir einen Ortec und einen Q gibt, stört ich das nicht. Aber wenn du drei Ortecs plus die Q frisst, vergiss nicht, je mehr Leben dir fehlt, desto mehr heilst du dich auch, wenn sie dich nicht mal angreift. Kannst du das Mini ein bisschen am besten so, also wenn ich sage, dünn aus, ne? Versuch dabei, dich nicht hinten zu lassen. Aber wir können hinten chillen. Kannst du, wenn du vorsteppst, jetzt deine W benutzen? Wenn du siehst, sie will auf dich drauf gehen. Okay? Sieht gut aus. Kümmere dich darum, dass die Wave 4 bleibt. Du würdest gleich Level 3, hole deine Q6. Mhm.
Oh, das mit den Last Hits, ne? Ja, war vielleicht heute Katastrophe. Okay, sie hat ihre nicht drauf. Sehr schön. Halte die Wave hier. Guck mal, die Q3 bringt uns noch nicht ganz so viel, weil deine E auf Cooldown ist. Ja, stimmt. Das heißt, lastet der erstmal nur so gut es geht. Oh, die werdest du nicht machen brauchen. Na, ich wollte den hinteren... Lass uns den Lock abholen. Vergiss nicht, du kannst gerne wieder ein bisschen Damage von dir fressen, sofern es nicht zu viel ist. Hol dir deine Q3 und dann go. Oh, nein. Alles cool. Skill deine Q. Und go, und go, und go. Du musst nicht auf deine Q warten, du kannst schon vor go machen. Okay, Trade Center. Drück rein, push rein. Push rein. Sie stayed. Nicht mehr pushen. Okay, sie ist jetzt wahrscheinlich weggegangen. Mhm. Weißt du was? Oh, okay. Mit deiner nächsten Combo all in zu sie, okay? Ja. Hol dir einen Knockup. Go. Abo, absteppen, 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 absteppen. Und go. Ist fein. Und jetzt pushen wir rein, weil sie basen will. Oh, Leute, sie will immer noch nicht basen. Geil, die killen wir einfach. Warte bitte auf deine Dingens. Hol dir deine Stacks jetzt schon mal. Du musst ja nicht warten, dass deine E ready ist. Du musst eh nochmal Stacks aufbauen, weißt du? Hol dir den Stack und lauf direkt vor. Absteppen, absteppen. Lol. Das ist fein. Lol, die hättest du aber trotzdem umbringen können. Weiß nicht, irgendwie, wenn ich den so sehe, dann... Hol dir deine Stacks. Bruder, der hat kaum Leben, kaum Mana. Wir kacken uns doch nicht ein. Lol, wenn sie zu nah rankommen, eh sie einfach. Wenn sie zu nah rankommen, einfach eh. Hol sie dir. Na, ne, frag man. Trau dich einfach mal. Einfach mal trauen. Ja. Wir sind nicht hier, um zu gewinnen. Q3 sie einfach, Q3 sie einfach, Q3 sie einfach, Q3 sie einfach. Zack, easy. Chakai, Digga! Push rein. Killt nicht Ramos hier? Nein. Weißt du, warum er nicht killt? Weil er Menschen, die Angst vor ihm haben, 10% mehr Damage macht. Ist Ramos gar kein Passive und weg. Digga, denke ich aber. Nein. Nein. Okay. So, noch ein Text mit Dolch. Stell ich mal an das Ende der Treppe hin. An das Ende der Treppe und warte auf den grünen Heiltrank. Kann auch noch vorlaufen mit E zurück, oder? Ja, kannst du auch machen. Aber jetzt haben wir das Gold schon. Aber das ist kein Grün. Jetzt ist schon zu spät. Du hast das Board verlassen. Oh, Mann. Ey, Digi. Fresse halten. Entspann dich. Wir lernen hier, okay? Ja. Ich hab keinen Bock hier auf eine Pussy. Syndra ist oben. Drück rein. Kill die Wave. Und jetzt Move Bot. Zeig mir Botlane. Fang oben die Syndra ab. Pass auf, du stellst dich ins Gebüsch rein. Ja, das hier. Ja, stopp. Ward über die Wand. Oben über die Wand. Wenn sie kommt, mit der E über die Wand rüber, bearbeite sie. Denn sonst muss sie außen rum gehen und das kostet sie viel Zeit. Oh. 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 Maschine. Wir sind jetzt der Aggressor, okay? Mhm. Pass auf, hol dir Q3. Wenn sie zu nah rankommt, mach Ulti oder Q3 zuerst. Wenn sie zu nah rankommt. Vergiss nicht, sie ist unter Druck. War doch deine E gleich. Go, die ist tot. Go, die ist tot. Nein. Schade. Nein, oder? Ist fein, die muss basen. Natürlich, wenn sie bis nach hinten steppt, müssen wir mal etwas selbst mit aufpassen. Aber drück rein. Sie verliert jetzt wieder Minions. Keine Schwäche zeigen, das ist das Wichtigste. Keine Schwäche zeigen. Ramos kommt. Da sagte mir, er hat Angst vor Ramos. Nimmst du deinen Trank bitte? Ja. Und ist vorsichtig. Die kann dir jetzt böse wehtun. Guck mal nach, dass sie die nächste Wave mit reinpushen. Okay, pass auf. Du musst vielleicht gleich deine E nutzen, um ihre E zu dodgen. Okay, müssen wir noch nicht. Kill die Wave von mir, gehen weg. Kill die Wave von mir, gehen weg. Oh lol. Können wir ihm noch helfen? Ja. Oh, er hat sich aber böse gechunkt. Hol dir deine Stacks. Aber warte mal, wir haben gleich Ulti. Du kannst gleich umbringen. Spiel kurz ein bisschen langsamer, okay? Ganz kurz ein bisschen langsamer. Mhm. Hol dir deine Stacks. Und go. Warum halten wir wieder so einen krassen Sicherheitsabstand? I don't know. Irgendwie. Sein Mann! Wenn du verkackst, hast du als Kämpfer reingeschissen. Go! Bruder, stay! Push! Okay. What? Hast du Angst vor Pixeln oder was? Vor Ramos. Quatsch! Den Ramos hast du bis eben gar nicht gesehen. Und Base. Hör auf zu zögern, wenn es ums Kämpfen geht. Guck mal, Digi, wir machen von Anfang an dieselben Regeln. Mhm. Und immer wenn du dich dran hältst, hauen wir ihr auf die Fresse. Ja. Und wenn du dich nicht dran hältst, hauen wir ihr nicht auf die Fresse. Steht die Wave gut oder scheiße? Scheiße. Dann fix sie. Hast du gerade Angst vor ihr gehabt? Die kommt an der Seite, ist nicht an ihrem Turm
und wir ehen sie nicht direkt. Ach so, ja, stimmt eigentlich. Bist du nee, ich hatte keine Bitch Angst geworden, oder was? Ich hab da gar nicht dran gedacht, dass ich dir da jetzt killen kann. Wie dasselbe. Go, 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 ja, 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 ja. Die kleine Bitch. Keine Schwäche zeigen. Nimm deinen Trank, nimm deinen Trank, weh ihn und zeig Schwäche. Hä, hey, da kann ja eigentlich nichts machen. Na, bro, 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 don't, don't. Okay. Okay, Ramos ist das Einzige, wo du Schwäche zeigen darfst. Du hast dich doch die ganze Zeit gepusht, dass ich keine Angst vor ihm haben soll. Na, also ja, weil er nicht da ist. Okay. Also, es gibt einen Unterschied zwischen, wir müssen keine Angst vor ihm haben und wenn du gegen ihn fightest, bringt er dich um. Lass ich ihn alleine machen. Hat die Sindra gerade ihre E verkackt und du bist weiter nach hinten gesteppt? Ja, ich hätte sie eh nicht chasen können, oder? Weil sie bis zum Zaun gekommen ist. Läuft sie gerade vor? Du, ich muss eben kurz einmal AFK, ich komme sofort wieder. Ja. Okay, jetzt denkt er, dass ich dich da bin. Mal gucken, was er macht. Leute, das ist jetzt mein neuer Secret-Trick, okay? Immer dann, wenn ich die Leute alleine spielen lasse, tue ich so, als wäre ich nicht da. Actually voll smart, oder? Actually voll smart. Mal gucken, ob er Schwäche zeigt. Ich warte kurz, bis er das nächste Mal mit Sindra interagiert, okay? Dann bin ich wieder da. Ich bin's einfach. Guys, ich bin einfach the chosen one. Leute, er kann mich ja nicht sehen. Ey, yo! Wait, he's doing it! We saved him! So, wieder da. Habe ich was verpasst? Sindra hat geflasht und wir haben sie getowered. Oh, sexy. Hast du Schwäche gezeigt? Gar nicht. Let's go. Dann haben wir es jetzt auch nicht mehr vor! Let's go! Das hat dich mal mein Chief vorgefuckt. Ja, aber du hättest ja Pop nehmen sollen, damit es nicht poppt. Hat's ja nicht. Ja, aber was, wenn es gepoppt wäre, weißt du? Ja, stimmt. Aber das mit Pots im Fight nehmen, habe ich irgendwie noch nicht so ganz vor. Ja, du drückst auf den Knopf. Wie kannst du das nicht drauf haben, auf den Knopf drauf zu drücken? Oh, Schwäche zeigen, Schwäche zeigen. Ja, free push, oder? Ja klar, kannst push und roam gehen einfach. Oh, Drake. Let's go. Dorans Dolch. Dieses Item ist mir nicht bekannt. Naja, Dorans Blade, wenn du offensiv spielen kannst und auch willst. Dorans Schild, wenn es nicht geht. Das ist so eine ganz leichte Faustregel. Klar, es gibt doch einige Champions, die sind so eine Ausnahme. Darius zum Beispiel. War es jetzt okay, dass ich da beim Drake geholfen habe? Oder findest du, ich hätte eher die Wave auspushen sollen? Nein, deinem Team zu helfen ist nie eine gute Idee. Das fällt dir auch rein. Nein, normal. Ist gut, dass du ihm geholfen hast. Nicht mal Drake hätten sie ja sowieso bekommen. Wäre es nicht besser gewesen von der Zeit her, dass ich direkt Wave pushen gehe? Weiß nicht. Das ist so ein Gedanke von mir. Und weißt, verstehst du jetzt, was ich meine? Wenn das Early Game gut ist, dass dann das Mid Game von alleine kommt? Ja. Eine Wave nimmst du doch mit. Okay. Ja, erstmal Woodside bauen. Du bist in der Power-Kurve schon so erhält, du brauchst das AI gar nicht. Okay. Ey, yo, wait, du hast 2 Skillpunkte. Oh mein Gott. Ist nicht so, als würde mir das oft passieren. Sag ich ja auch immer. Sag ich immer bei den Ladies, weißt du? Eigentlich passiert mir das nicht. Eigentlich kann Sport gehen, oder? Kannst du das? Ja, schon. Willst du das? Eigentlich ja, oder nicht? Du hörst dich ja unsicher. Wenn wir so overextended sind? Nö. Zu unsicher, oder was? Null. Dann go for it. Hallo, Lux. Ein bisschen deep. Okay, erzähl mal was zum Spiel. Ja, also Lane jetzt halt komplett gestompt. Ich würde sagen, es war halt einfach. Ja, hat sich besser angefühlt, wenn ich das Konzept anwende, dass wenn sie Spell nicht ab hat, dann dass ich sie dann fight und dass ich praktisch die Wave immer reindrücke, wenn ich Free Push habe. Ist eigentlich. Also es fühlt sich besser an so. Und ja, wir haben halt ultra gestompt. War das schwierig für dich? Null. Hast du noch Fragen? Irgendwas, was du nicht verstanden hast? Nee, also eigentlich alles klar. War ja ein ziemlich gutes Game. Okay. Also sagst du, sehen uns bald in Silber? Safe. Silber ist mindestens Ziel für die Season eigentlich. Okay. Aber erstmal raus aus Iron. Wäre schön. Geil. Ich war schon 5-mal vor Promo und habe ein Game vor Promo und hab dann verloren. Oh, okay. Ja. Okay. Naja. Aber gut. Diesmal schaffe ich es. Ja, easy clap, ne? Hast du dich auch gerade hier auch ganz gut gemacht. Schön zu hören. Okay. Okay. Dann, wenn du nichts hast, dann wäre ich jetzt weg. Falls auch was sein sollte, kannst du mir ja noch eine Nachricht schreiben, ne? Jo, mach ich. Okay. Danke dir. Ausrein dann. Bye-bye.